Heute komme ich mit einer etwas ungewöhnlichen Manifestationstechnik zu euch und ich habe sie getauft Ich will dich auch. Es geht eigentlich um eine Visualisierungstechnik, wo man mit dem erwünschten Gegenstand spricht oder auch mit dem gewünschten Thema, mit dem erwünschten Ding. Ja, ich erkläre das nochmal genauer in diesem Video. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni. Ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Und bei mir dreht sich ja alles rund ums Thema Manifestieren, Manifestationstechniken, aber auch Tipps und Tricks, wie wir besser, bewusst und freudvoll vor allem manifestieren. Und dazu gehört diese neue Manifestationstechnik, die eigentlich ein bisschen aus dem Wissensschatz vieler großer Lehrer und Meister geboren wurde. Und ich habe sie getauft, Ich will dich auch. Folgendermaßen, wir stellen uns häufig vor, dass wir etwas schon besitzen, irgendwo schon leben, etwas Bestimmtes tun oder vielleicht auch eine Prüfung bestanden haben, vielleicht mit einem bestimmten Menschen zusammen sind, was auch immer. Und in Gedanken sehen wir uns dann darin und versuchen, das Gefühl zu bekommen. Nur, unser Tagesverstand kommt dann sehr häufig mit Zweifel, wenn aber, was ist, wenn das dann nicht so gut wird oder vielleicht kann ich das nicht haben. Du weißt schon, diese üblichen dummen Gedanken, die dann zwischendurch kommen. Deshalb diese Visualisierungstechnik, die nämlich darauf beruht, dass wir mit dem bestimmten Thema, das kann jetzt sein, zum Beispiel, wenn das Thema Liebe ist, dann machen wir das ein bisschen genauer und sagen, ich wünsche mir jetzt die perfekte Partnerschaft oder die perfekte Liebesbeziehung. Wenn das das Thema Karriere ist, dann wünsche ich mir vielleicht eine bestimmte Position oder einen bestimmten Erfolg. Vielleicht ist es auch einfach nur Geld, das du dir wünschst oder ein bestimmtes Auto, ein bestimmtes Haus und so weiter. Bei dieser Technik sprichst du mit dem Objekt deiner Begierde oder auch mit diesem Thema. Also das kann jetzt zum Beispiel auch diese perfekte Beziehung sein. Und du sagst ganz simpel, ich will dich. Und dann lässt du dieses Thema, dieses Objekt zurücksagen, ich will dich auch. Du sollst nämlich merken, dass das, was du selbst willst, auch dich will. Das ist immer eine gegenseitige Geschichte. Ja? Dinge wollen erlebt und gelebt werden, wie zum Beispiel die perfekte Beziehung. Diplome oder tolle Berufspositionen wollen ausgefüllt werden. Genauso Häuser, Autos, auch Geld will ausgegeben werden und einen Besitzer haben. Du sollst dir also bei dieser Visualisierungstechnik vorstellen, wie dieses Objekt dir sagt, ich will dich auch. Noch mehr als du mich willst, vielleicht sogar. Das kann natürlich auch eine bestimmte Person sein, nach der du dich sehnst, wie auch immer. Versuch das mal ein bisschen lockerer zu sehen, damit das zum Beispiel ein Auto oder ein Haus reden kann oder auch Geld sprechen kann. In unserer Fantasie können wir uns das eigentlich recht einfach vorstellen und dem eine Stimme geben. Also da gibt es zum Beispiel dein Traumhaus, das du dir vorstellst und du sprichst jetzt mit diesem Haus und hörst es in irgendeiner Stimme, die dir gefällt, sagen, jawohl, ich will dich auch. Ich will, dass du bei mir wohnst und wir beide werden miteinander unheimlich glücklich sein. Ja, vielleicht sagst du jetzt, aber Susanna, du sagst doch immer, wir sollen so tun, als ob wir bereits dort sind. Ja, mit der Vorfreude auf etwas, mit der Gewissheit, dass etwas sein wird, die du mit dieser Technik erzeugen kannst, kommst du in genau das gleiche Gefühl. Weil wenn du dir sicher bist, dass etwas geschehen wird,
dann hast du so eine Vorfreude darauf, dass du schon jetzt spürst, wie es sein wird, da drinnen zu sein. Das ist so ein kleiner Kniff, der recht gut funktioniert, vor allem dann, wenn dein Tagesbewusstsein einfach nicht so sicher ist, nicht so im Vertrauen ist oder manchmal auch mit Zweifel kommen will. Dann nämlich kannst du deinen Tagesgedanken sagen, du, dieses Auto will mich auch, dieser Job will mich auch, diese Traumpartnerschaft will von mir gelebt werden. Die will mich noch mehr, als ich sie will. Ich höre sie mich rufen. Und so klappt es dann auch ein bisschen lockerer und besser mit dem Manifestieren und mit der Zeit, die einfach jede Manifestation ein wenig braucht, um zu wachsen, zu gedeihen und sich in deiner Realität zu zeigen. Probier diese super effiziente Manifestationstechnik bitte aus, denn sie bewährt sich wirklich. Klar ist sie ein wenig neu, aber es gab schon sehr viele, ich habe wieder mal ein bisschen bei den YouTubern nachgesehen, die das total erfolgreich angewendet haben, weil sie einfach auf den Grundprinzipien beruht, von denen wir wissen, dass Manifestation so funktioniert. Und weil sie unser Tagesbewusstsein, das oft eben so ein bisschen negativ sein kann oder zweifelnd oder unsicher, weil es das nämlich ausschaltet. Da kannst du dir nämlich sagen, stimmt nicht, hab nachgefragt, dieses Auto will mich auch, dieser Job will mich auch oder wie auch immer. Ja, viel Spaß und viel Erfolg mit dieser tollen Technik und mehr von mir gerne beim nächsten Mal. Aloha und bis dann.